Im Illustrator gibt es auch eine sehr interessante neue Möglichkeit, und zwar nennt sich das dynamische Symbole. Ich habe hier ein wunderschönes Symbol gezeichnet. Ich kopiere das, gehe in Symbolpanel und ziehe das einfach rein. Jetzt kann ich hier neu dynamische oder statische Symbole erstellen. Ich sage jetzt einfach mal dynamisch. Okay. Es gibt hier so ein Plus. An diesem Zeichen hier erkennen Sie, dass das ein dynamisches Symbol ist. Jetzt das Original, das schmeiße ich, das brauche ich nicht mehr. Ich ziehe das rein, platziere das, ziehe es nochmals rein, mache das ein bisschen kleiner. Dann brauche ich es hier nochmals, nochmal ein bisschen kleiner und hier nochmals. Gut, dieses Symbol, das verändere ich jetzt ein bisschen. Ich habe hier noch was gezeichnet, dann nehmen wir das mal hier dazu und das nehme ich auch hier dazu. Dann haben wir ein bisschen so Ohren. Zuerst ändere ich jetzt die Symbole noch ein bisschen ab. Doppelklick mit dem weißen Pfeil in die Farbfelder, das mache ich jetzt mal so. Doppelklick, das mache ich jetzt mal so. Und das da ändere ich jetzt natürlich auch noch. Und die Ohren. Ja, machen wir noch einen Verlauf, dass es wirklich extrem aussieht. So, jetzt haben wir alles. Jetzt kann ich ein Symbol auswählen. Es ist egal, welches. Ich sage, ich möchte das Original bearbeiten. Okay, das Original geht auf. Ich mache mal. Was machen wir hier? Ja, wir machen mal sowas. Ich mache den Mund ein bisschen größer und auch die Augen ein bisschen größer. Dann abspeichern, und bei allen wurde das geändert. Aber alles, was ich dazu getan habe, also die Farbe, die Füllungen, die Ohren, das bleibt. Das sind sogenannte dynamische Symbole. Sehr spannend, zum InDesign zu arbeiten. Hier mit diesem Plus sieht man das.